Die Rennen in Italien sind immer wieder etwas Besonderes. Hier gab es etliche Rekorde. Zum Beispiel den geringsten Vorsprung 1971, als ein gewisser Peter Gassin nur eine Hundertstelsekunde vor Ronnie Peterson ins Ziel kam. 1965 wechselte die Führung sage und schreibe 65 Mal und Kimi Räikkönen erreichte vor knapp einem Jahrzehnt eine Höchstgeschwindigkeit von 370 km/h. Die Fahrer heute haben also alles andere als leichtes Terrain vor sich. Mit Höchstgeschwindigkeiten von über 354 km/h kommen nur wenige Strecken in der Formel 1 an das Tempo von Monza heran. Neben langen Geraden sind drei Schikanen, 11 Kurven und heftige Bremszonen das Herz des 5,8 Kilometer langen Kurses. Überholt wird entweder aus dem Windschatten heraus oder in den zwei DRS-Zonen. Aber Mut braucht man so oder so. Es ist mir eine große Freude, erneut von Stefan Römer unterstützt zu werden. Vielleicht sollten wir uns zum Einstieg über Max Verstappen unterhalten. Um weiterhin im Rennen um den Titel zu bleiben, müssen Sie heute gewinnen. Wenn Sie das nicht tun, haben Sie es nicht mehr selbst in der Hand. Und das können Sie auch ganz sicher schaffen, solange Sie sich nicht so sehr auf die Position versteifen. Am Ende zählt nur, dass Sie 100% geben. Das ist Motorsport. Du musst einfach bei jedem Rennen alles geben und hoffen, dass es reicht. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Richter startet aus der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Bottas, Weber, Sergio Perez und Magnus, Leclerc, Vettel, Gasly und Max Verstappen, Hülkenberg, Norris, Kimi Räikkönen und Butler, Albon, Ricciardo, Carlos Sainz Jr. und Romain Grosjean. Russell und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. So, endlich geht's wieder los. Das letzte Rennen des zweiten Saisondrittels steht an. Wir sind in Italien zu Gast und ja, von vorne lässt es auch am schönsten ein Rennen gehen. Wieder ein Sieg. Letzte Rennen in Europa. Und nächste Woche dann Singapur. Da graut mich jetzt schon vor der Strecke. Aber da denke ich jetzt noch gar nicht dran. Kein Regen, sehr gut. So. Jetzt geht's in die Startaufstellung und dann geht's gleich los. Rennen Nummer 14. Wie gesagt, Italien. Alle nochmal rein, die beiden Williams jetzt noch und dann geht's direkt los. Ah, bisschen verpennt im Start. Ja, das war mir fast klar. Da habe ich jetzt genau die Tür aufgemacht, dann links.
Ja, dankeschön fürs Wegschießen, Vollidiot. Ich habe eine Kollision verursacht, genau. Ja, jetzt kommt dann noch der Teamkollege vorbei, Alter, von 1 auf 14, weil einer mich schön weggeschossen hat. Ja, das war's. Renn es durch. Ach Mann, ey. Gucken wir es nochmal. Voll verrückt. Aber zumindest wieder auf 2. So, den kassiere ich mir da vorne noch. Den gewinne ich wieder. Zehn Runden, ja. So, probieren wir es nochmal. Ja, ist klar. Da können wir es wegdrücken. Das Problem mit den scheiß KI, die fahren ihre Linie und dann ist es egal, was da kommt. Das Problem ist, dass ich da nicht vorbeikomme. Ich muss jetzt in dieses Fenster reinkommen wieder. Ich glaube, ich bin sogar...
knapp draußen. Scheiße. Und wieder, ey. Wie fahren die heute? Now we're boxing this lap. We're leading our teammate by 20.4 seconds. Ich habe keine Chance heranzukommen, ne? Strategy complete. See these tires through to the end now.
Genau. Zu spät jetzt gebremst. Ja, leg mich doch Kurve abgekürzt, genau. Ist doch zum Kotzen, Leute. Ja, ich bin raus, ich weiß. Sollen wir wieder vorne ran mal. Das wird der dritte Nicht-Sieg in Folge. So. Ah, jetzt fahr doch nicht auch noch vor mir vorbei, Alter. Das kostet mir so unnötig Zeit. Na, vielleicht reicht es noch. Bis Zeit. Bis zum Glück krieg ich es hin. Jawohl. Hab ihn. Aber jetzt fehlt, der war noch nicht in der Box. Vier Runden noch. Ja, da ist er in der Box und wir führen. Gott sei Dank. Wir haben hier nur noch drei.
So. Gap to teammate behind is 32.2 seconds. Erster Ausfall, dann und Ferrari. Das ist Chicano. Ja, da vorne steht er. So, letzte Runde. Da muss ich mich irgendwie davor halten jetzt noch. Yes! Endlich wieder. Great job, you've done everything we wanted today. Und das Team von McLaren hat es durchgezogen. Es hat hier und heute in fantastischer Manier gewonnen. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist.
Jetzt ist es soweit. Die Fahrer betreten das Podium. Tolles Rennen vom McLaren-Team. Es freut mich wirklich, Sie auf dem obersten Treppchen des Podiums stehen zu sehen. Schauen wir uns nun an, wie sich die Fahrerwertung verändert. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Für mich ist es Lewis Hamilton. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden fanden. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Puh, zwei Punkte nur noch, hey. Aber trotzdem ist Rennen gewonnen, das ist das Wichtigste. 150, bei 25, 26 holen Punkten, ja. Ich will noch ein paar Rennen. Ein, zwei Siege, doch, dann sind wir das Ding durch. Aber das Ding durch. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? So. Es sieht aus, als hätte sich in dieser Meisterschaft ein Sieger herauskristallisiert. Steht die Sache fest? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den Titel hole. So. Ein tolles Ergebnis, du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Gott sei Dank, ey. So, nächstes Rennwochenende, wie gesagt, Singapur müsste es jetzt sein. Ja. Und das machen wir nächste Woche.